Der Hochschullehrgang soll Sie befähigen, nach einer entsprechenden qualifizierten Praxis, mindestens ein Jahr, steht auch im Programm drinnen, im Immobilienbereich selbstständig tätig zu sein. Mein Name ist Dr. Auswirth. Ich habe diese Lehrgänge hier gegründet. Ich selbst bin seit über 50 Jahren Mitglied an der TU Wien und habe über 40 Jahre hier als Lehrender gewirkt und als solcher habe ich dann auch diese Lehrgänge ins Leben gerufen, gegründet. Wir haben hier mit den Lehrgängen genau vor 30 Jahren begonnen, hier in diesem Lehrsaal. Hier an dieser Stelle bin ich auch vor 30 Jahren gestanden. Da stand nur etwas anderes an der Tafel. Und wir haben hier mit damals dem großen Innovation der Videoaufnahmen begonnen. Das heißt, wir haben alle Vorlesungen auf Video aufgezeichnet mit zwei Kameras. Wir haben sie live gemischt, mit Timecode versehen und die Teilnehmer konnten sie dann mit nach Hause nehmen. Meine Beweggründe, hier diese akademische Ausbildung ins Leben zu rufen, waren die, dass ich selbst Immobilientreuhänder war, dass ich hier an der TU Wien meine erste eigenständige Vorlesung hieß Boden- und Liegenschaftswesen. Das heißt, ich habe mich mit den Dingen schon auch aus meinem Studium heraus beschäftigt. Ich habe Geodäsie studiert, was ein sehr liegenschaftsaffines Studium ist. Und als Immobilientreuhänder habe ich dann auch gesehen, was es alles noch zu wissen gäbe, was man in der Ausbildung für diese Konzessionsprüfung, wie es damals geheißen hat, nicht mitbekommen hat. Da waren vor allem die Bereiche Technik und aber auch die Bereiche der Wirtschaft, des Managements, die eigentlich in diesen Konzessionsprüfungen auch viel zu kurz gekommen sind aus meiner Sicht und ich glaube, ich hatte recht. Ein hohes Ansehen macht sich eigentlich auch oder kann man auch daran erkennen, dass die Lehrgänge noch immer gibt, dass es sogar in erhöhten Frequenzen gibt. Wir haben sie früher nur alle zwei Jahre gemacht, jetzt gibt es in erhöhten Frequenzen und sie sind immer wieder besucht und das zeigt auch schon, dass sie in der Branche sehr angenommen werden. Der Erfolg gründet einerseits daran, dass wir überhaupt die Ersten im deutschsprachigen Raum waren, die akademische Ausbildung für Immobilienmanagement angeboten haben. Das, was also unsere Absolventen ausmacht, ist, sie müssen unbedingt ein Durchhaltevermögen haben. Sie müssen den Willen haben, dass sie da was leisten. Sie müssen auch dieses Interesse, das politische und das gesellschaftliche Interesse an den Immobilien mitbringen. Und sie müssen dann eben in der Folge, was sie auch tun, was ich so als Rückmeldungen habe, in der Branche realisieren und dort entweder als Unternehmer selbst oder als in leitender Position stehende arbeiten. Was ich mir wünschen würde, und ich formuliere das lieber als Wunsch, ist etwas, dass wir in der Immobilienbranche doch noch ein besseres Image bekommen. Ich glaube, es war schon schlechter vor 40 Jahren, aber es ist nicht so viel besser geworden, wie ich mir es wünschen würde. Und das vor allem deswegen, weil vielleicht dieser Bildungsgedanke noch nicht zu 100% durchgedrungen ist. Das ist so eine Vision von mir. Vielleicht kommt die auch, wie die Bildung hereingekommen ist in das Immobilienmanagement, vielleicht kommt die auch noch.